Hallo und willkommen bei Mutterkrank. Heute legen wir die Kotflügelkanten um und wir kümmern uns um den Rest der Karosseriearbeiten. Bleibt dran! Wie ihr bereits gesehen habt, bin ich schon relativ weit voran mit den Karosseriearbeiten. Das heißt, das größte, also das große Loch hinten im Radhaus ist schon zu. Ich werde jetzt hinten die Kotflügelkanten noch umlegen mit diesem kleinen Werkzeug hier. Ziemlich leicht. Echt. Und damit bereiten wir den Wagen vor für die breiten Reifen, die wir haben. Da kommen 165er drauf, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, die liegen draußen. Und ich glaube, an der hinteren Kante, an den Kotflügeln, sollte man doch noch ein bisschen umlegen. Nicht allzu viel, nur die Kante leicht nach oben anlegen, dass da auf keinen Fall irgendetwas schubbert. Achso, und dass ich nicht vergesse, falls ihr noch nicht geliked habt, dann tut das jetzt. Und den Kanal abonnieren, versteht sich von selbst, oder? Los geht's! Ich erkläre ganz kurz, was ich hier mache. Einmal wird mit dieser Heißluftpistole der komplette Kotflügelkante bzw. die Radhauskante erhitzt. So lässt sich das Metall besser formen und wir verhindern, dass der Lack hier splittert an der Stelle. Wenn der Lack hier splittert, ist es natürlich nicht so gut. Hier muss sowieso nachlackiert werden. Deswegen ist es nicht ganz so schlimm. Trotzdem hätte ich ungern hier noch größere Lacksprünge im Lack, wenn ich hier jetzt anfange zu rollen und das Metall biege. Mit diesem Gerät hier, das ist das sogenannte Bördelgerät, das ist hier unten aufgesetzt, einmal auf der Achse bzw. festgeschraubt unten hier in dem Fall an der Trommelbremse, an der Radaufnahme. Dann kann man sich so einstellen, dass es hier oben an der Radhauskante anliegt. Ist jetzt noch falsch eingestellt, ihr seht's. Das liegt nicht wirklich an, das ist hier innen im Radhaus und eben nicht auf der Kante. Dann kann man das mit diesem Hebel hier spannen, das heißt hier immer in diese Richtung drücken und somit kann man dann Stück für Stück rollen, rollen, rollen. An den Stellen, wo man etwas weiter geht, etwas mehr rausgehen und da, wo es hier gerade wird, da wieder weniger werden. Hinten in der Ecke muss man wieder nachstellen, da muss man wieder hoch. Ansonsten, wenn es komplett schön rund wäre, dann hat man eine Einstellung und kann komplett einmal im Kreis gehen. Wenn das hier hinten gerade ist, beziehungsweise hier vorne wieder rund wird, dann muss man sich da ein bisschen anpassen, dass es dann eben nicht zu viel zieht an irgendeiner Stelle und dann zum Beispiel hier oder hier unschön raussteht. Ansonsten immer Stück für Stück arbeiten, schön zwischendurch immer wieder erhitzen und ja, auf keinen Fall zu hektisch, weil sonst wird das hier auf jeden Fall brechen. Es wird nicht schön. Immer wieder kontrollieren, dass hier außen die Linie immer noch vorhanden ist, außer man möchte das und man möchte den rausziehen. Braucht man deutlich mehr Kraft, geht auch. Dann kann man das Ganze hier rausziehen. Dann hat man aber in der Regel auf jeden Fall Lackbeschädigungen, Lackabplatzer und muss hier neu lackieren. Wäre aber auch eine Alternative jetzt für Flares oder wenn man wirklich ziemlich breit geht, kann man das auch richtig schön rausziehen. Muss halt dann einfach mit Geduld das Material bearbeitet werden, bis es die Form hat. Wir wollen eigentlich nur hier innen drin die Kante nach oben legen, damit die hier nicht so weit nach innen steht und unser Rad freigängig ist, so wie auf der anderen Seite schon. Jetzt stelle ich das Ding hier ein und dann hoffe ich, funktioniert das auch. Ja, hier sieht man jetzt die umgelegte Kotflügelkante. Stand vorher wirklich hier nach innen rein, jetzt ist sie schön angelegt. Sie ist nicht komplett angelegt, dass sie innen das Außenblech wieder berührt, beziehungsweise den Innenradkasten. So kann Dreck auch wieder abfließen, beziehungsweise Wasser abfließen und hier haben wir keine zwei Bleche dann aufeinander liegen. Ja, soweit war es das dann vom Kantenumlegen, beziehungsweise Kotflügelkantenbördeln. Jetzt geht es weiter. Ja, wo geht es eigentlich weiter? Wenn man doch bloß einen Plan hätte. Ach ja, vorne die Schwellerkanten. Das, was ich beim letzten Mal vergessen habe, die muss ich nochmal nachschleifen und grundieren. Und wenn ich das gemacht habe, werde ich mich daran machen im Innenraum und im Innenradkasten und vorne, also überall, wo wir die Bleche aufgesetzt haben, dann die Nähte zu versiegeln.
Ja, ich mache erstmal so weit. Ich glaube, ich verspreche einfach jetzt nicht mehr so viel, was ich mache, weil ich habe keine Ahnung, wie weit ich komme, was für Probleme noch auftreten. Ich fange jetzt einfach mal an. So, kleines Update, hier drin ist jetzt auch schon der Seam Sealer aufgetragen, also die Karosseriedichtmasse. Ich habe leider die Kartusche etwas, zu großzügig aufgeschnitten. Da ist ganz schön viel rausgekommen, aber eigentlich egal, ich habe genug Kartuschen rumliegen. Ja, hier vorne dann ebenfalls recht großzügig und hier im unteren Bereich das, was ich vorhin erst geschliffen und grundiert habe, das habe ich jetzt auch noch an der Kontaktstelle versehen mit diesem, PU Dichtmittel mit der Karosseriekleber. Ja, hier auf der Innenseite ebenfalls alle Nähte versiegelt und auf der anderen Seite genauso. Hier drüben geht es weiter. Einmal alles versiegelt und ja, hier drüben ebenfalls die Schweller-Endspitze hier vorne nochmal versiegelt, damit an der Kontaktstelle kein Lack abgerieben wird. Ja, und weil das jetzt wieder alles trocknen muss, bis es wieder übergrundiert und dann lackiert werden kann, lasse ich es jetzt für heute und wir sehen uns gleich. Und weiter geht's. Heute werden die Kotflügel geschliffen und fein gespachtelt, dann wahrscheinlich nochmal übergrundiert, damit ich sie dann final lackieren kann. Ich habe aber noch was Neues und das möchte ich euch zeigen. Dieses schwere Ding, davon habe ich 4 Stück. Die sind einfach der Ersatz dafür, dass ich diese Transportrolle aus dem Supermarkt habe, die eigentlich für Möbel gedacht sind. Beim Core werde ich einfach nur einen davon vorne unter den Motor setzen, beziehungsweise unter den Motorträger rechts und links nochmal mit einem Hölzchen, einem Balken unterlegen und hinten bleiben die alten Transportroller. Die sind nämlich nicht kaputt gegangen, vorne ist ein anderer Typ und die sind einfach kaputt gegangen. So, hier sieht man nochmal die Behelfskonstruktion mit diesen Möbeltransportrollern. Da sind, wie man schon sieht, hier auf der rechten Seite und auch bei dem linken, beim Verschieben sind sie einfach geplatzt, weggeflogen, in Teile zersprungen. Teilweise liegen die auch noch überall rum und ja, dann schiebt sich natürlich hier nichts mehr. Diese Roller sollten irgendwie gleich bis 250 Kilo zugelassen sein jeweils. Sind sie definitiv nicht, denn dieses Auto wiegt hier an der Vorderachse garantiert keine 500 Kilo. Ja, ich denke, für den Core reicht das so. So steht der stabil, rollt gut, können wir weitermachen. Ja, wie gesagt, werde ich jetzt erstmal hier die vorderen Kotflügel hier im unteren Bereich, wo ich den Glasfaserspachtel aufgebracht habe, feinschleifen, schön liegen bleiben und dann kommt nochmal Feinspachtel drüber. Ja, die Kotflügelkanten sind jetzt hier auch schon grundiert.
Da unten habe ich ebenfalls überall über die PU-Dichtmasse nochmal Grundierung drüber gemacht, dass dann der Decklack ebenfalls auch hier besser hält. Hier ist ein bisschen eng gewesen, weil hier musste ich auch etwas höher abkleben. Das heißt, hier bin ich auch im Sichtbereich mit dem Lack. Das werde ich dann hoffentlich auspolieren können, den Übergang zwischen dem frischen weißen Lack und dem Originallack dann oben drüber. Ja, ich weiß nicht, ob ihr es vorhin sehen konntet, auf der anderen Seite habe ich dann von innen heraus gesprüht, das heißt die Innenkante so letzten Endes gesprüht und es kam dann ein Riesenspritzer direkt auf die Kamera, auch auf meine Lampe hier hinten, aber das ist nicht ganz so schlimm. Ich habe dann direkt die Kamera ausmachen müssen und habe alles reinigen müssen. Ja, soweit wieder alles in Ordnung, aber war eine kurze Schrecksekunde, ein bisschen dämlich. Hier vorne die Schwellerspitzen habe ich dann ebenfalls nochmal grundiert und ebenfalls beide Seiten hier vorne an den Verzurösen. Und mittlerweile ist hier dann auch der Feinspachtel getrocknet, das heißt, ich kann jetzt hier nochmal drüber gehen. Und heute ist es tatsächlich warm genug, wir können lackieren. Der Frühling hat begonnen. Ja, aber bevor wir jetzt wirklich anfangen können zu lackieren, muss ich erstmal noch die Kotflügel vorbereiten. Das heißt, was hier grundiert ist, wird leicht angeschliffen, dann wird abgeklebt und genau bis zur Klebekante wird dann ebenfalls der bestehende Lack, hier zum Beispiel an dem Fender, einmal noch angeschliffen, dass wir drüber gehen können. Auch im hinteren Bereich werde ich jetzt hier das, was abgeklebt ist, entfernen und ebenfalls nochmal leicht anschleifen und frisch abkleben für den weißen Lack. So, natürlich habe ich hier hinten vergessen zu grundieren. Ist, glaube ich, aber auch relativ egal. Das wird hier hinten gereinigt bzw. die bestehende Grundierung angeschliffen, abgeklebt und ebenfalls lackiert. Ja, und das Schönste an solchen Lackierarbeiten ist natürlich die Vorbereitung. Das heißt, ich werde jetzt wahrscheinlich anderthalb, zwei Stunden lang nur damit beschäftigt sein, zu reinigen, anzuschleifen und neu abzukleben. Los geht's! So, genug vorbereitet. Jetzt ist hier einmal alles abgeklebt und auch schon mit Silikonentferner gereinigt. Hier an den Stellen in den Radhäusern werde ich jetzt nicht groß abkleben, da wird einfach nur der Decklack drüber lackiert. Genauso wie hier vorne, einmal auf der Fahrerseite und auf der Beifahrerseite. Hier ist auch mal ganz grob alles das, was ich nicht erwischen möchte, mit abgeklebt bzw. geschützt mit den Tüten. Hier oben habe ich jetzt den ersten Kotflügel liegen. Den werde ich natürlich nicht so lackieren, sondern so, dass ich hier nicht alles vollsprühe. Da habe ich mir jetzt hier schon den Karton hingelegt. Genauso ist hier unten dann der zweite. Der wird, wie gesagt, bis hier unten hin dann sogar lackiert. Ja, ich kann jetzt endlich die zwei Komponenten Lackdose anmischen. Dann habe ich nur eine begrenzte Zeit, diesen auch zu verarbeiten. Deswegen habe ich alles komplett vorbereitet. Hier drin, es ist Gott sei Dank tagsüber und die Sonne scheint auf die Garage. Hier drin ist es wirklich schön warm. Ich werde jetzt aber dann zum Lackieren dennoch das Tor etwas leicht öffnen und auch die Tür hinter mir. Ab geht's in die Timelapse und danach hoffentlich strahlt alles schön in weißem Zweikomponentenlack.
Ich habe es endlich geschafft. Ich habe alles lackiert. Wir sind fertig. Das sieht lecker aus. Alles jetzt noch ziemlich frisch, noch nicht durchgetrocknet. Aber es sieht einfach deutlich, deutlich besser aus als vorher. Jetzt hat das Ganze auch irgendwie einen Sinn. Das Ganze sieht aus, als würde es irgendwann mal ein Ende haben. Auch hier wunderschön. Hier innen sieht man fast nichts mehr, zumindest auf der Kamera. Auch hier wunderbar. Ich bin gespannt, wie die Farbe zur Originalfarbe passt. Das werde ich erst sehen, wenn ich die Folie abziehe. Hier unten einmal auch auslackiert. Und da kommt dann auf jeden Fall noch der Unterbodenschutz drüber, also der Steinschlagschutz, dass da nichts mehr passiert. Ja, beispielhaft zeige ich euch jetzt noch einen der Kotflügel. Das ist der, der mehr lackiert wurde als der andere. Der wurde hier komplett auf der Außenseite lackiert. Ja, wie gesagt, endlich sind wir fertig mit Lackieren. Ich werde das jetzt alles noch trocknen lassen, gut trocknen lassen und dann wird einmal wieder komplett zusammengebaut. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir ein Like. Ansonsten abonniert den Kanal, dann kriegt ihr mit, wie ich dieses kleine Fahrzeug wieder zusammenbaue. Ihr kriegt auch den nächsten Bild mit. Das wird ein asiatisches Coupé, so viel habe ich schon verraten. Und ansonsten bleibt motorkrank. Wir sehen uns.